Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video hier auf dem Kanal und heute geht es um die neuen Bonusaufgaben, die bald ins Spiel reinkommen werden. Denn heute gab es ja ein riesiges Fortnite-Update und in diesem Update gab es auf jeden Fall neue Overtime- bzw. Bonusaufgaben, die ich euch heute vorstellen werde. Ihr könnt euch mit diesen Aufgaben auf jeden Fall wieder mal ein paar kostenlose Sachen verdienen. Es gibt ein paar Stile, es gibt ein paar Ladebildschirme und es gibt sehr, sehr, sehr viel XP. Das heißt, ihr könnt in der Zeit während des Season-Ende wieder euren Battle Pass hochleveln bzw. euer normales Level und auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit den neuen Aufgaben an. Direkt, wenn hier die Bonusaufgaben online kommen, werden hier 6 Aufgaben frei geschaltet, indem wir hier Stile für die Skins freischalten können. Und zwar können wir mit den ersten beiden Aufgaben 2 Stile für den Bunker-Jersey freischalten. Da brauchen wir einmal Battle Pass Stufe 23 und müssen 3 kostenlose Aufgaben abschließen. Ich denke mal, das sollte an sich mega easy sein und Battle Pass Stufe 23 sollte eigentlich jeder schon haben. Darunter gibt es dann 2 weitere Stile für den Stratos-Skin. Da müssen wir einmal Battle Pass Stufe 71 haben und 6 Aufgaben abschließen. Und darunter gibt es nochmal 2 Stile für den Demi-Skin. Da brauchen wir einmal Battle Pass Stufe 87 und müssen 9 Aufgaben abschließen. Und das sind hier die 6 Stile, die wir kostenlos dazu verdienen können. Und dann geht es ja schon direkt weiter mit den nächsten Bonusaufgaben, die dann pro Tag freigeschaltet werden. Hier gibt es dann einmal Erzieleliminierungen in Zusammenarbeit mit deinen Freunden. Hier brauchen wir 25 Eliminierungen und das gibt dann 2500 XP. Darunter gibt es die Aufgabe, füge Gegnern Schaden mit Trophäen hinzu. Hier steht auch direkt in Klammern, probiere dafür die Gruppenhilfe, denn wir brauchen hier 2500 Schaden. Das gibt ebenfalls 2500 XP. Und dann gibt es hier noch Besuche Loot Lake, Polar Peak und Pressure Plant. Das gibt dann hier einen Ladebildschirm. Und das sind auf jeden Fall die ersten 3 Aufgaben, die freigeschaltet werden dann. Weiter geht es mit den nächsten 3 Aufgaben. Die wären hier, belebe einen Freund in verschiedenen Matches wieder. Hier müssen wir 3 Leute wiederbeleben. Das gibt 5000 XP diesmal. Und dann gibt es noch, füge Gegnern Schaden mit Sturmgewehren zu. Probiere dafür die Gruppenhilfe. Gibt dann ebenfalls 5000 XP. Und hier brauchen wir auch 2500 Schaden. Darunter gibt es dann noch die Aufgabe, tanze in einem holographischen Dörrburger-Kopf. Das gibt ebenfalls wieder einen Ladebildschirm. Und dann gibt es hier noch die letzten 3 Aufgaben. Die wären hier, sei du oder Team-Matches mit einem Freund unter den letzten 15. Das müssen wir 5-mal machen, gibt dann 10.000 XP diesmal. Darunter gibt es dann noch die Aufgabe, füge Gegnern Schaden mit Maschinenpistolen zu. Hier brauchen wir ebenfalls wieder 2.500 Schaden und das gibt dann auch 10.000 XP. Und dann gibt es hier die letzte finale Aufgabe, die wäre hier, schieße auf einem Hallenfußballfeld ein Tor. Das gibt ebenfalls wieder einen Ladebildschirm und das sind hier alle Aufgaben von den Bonusaufgaben. Und wie gesagt, diese Aufgaben kommen dann rein, um die ganze Zeit hier zu überbrücken, während die neue Season anfängt. Ich finde es auf jeden Fall wieder mal sehr cool, dass man hier ein paar Stile freischalten kann und ein bisschen XP verdienen kann. Ist echt eine sehr coole Sache. Und auf jeden Fall sind das hier alle Bonusaufgaben. Und das war es ja auch schon mit diesem ganz kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ganz kurz hier einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts in der Season 10 verpassen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dann und ciao.